的 gringo。Ay caramba, Leute, hier ist der Gringo und ich möchte euch mal wieder so eine kleine Live-Version zeigen, was man machen kann, wenn man Probleme hat mit dem Sound im Spiel. Wenn die Stimme also einfach zu leise ist und das Spiel eventuell zu laut. Ich hatte zum Beispiel Probleme gehabt, ich hatte eine externe Soundkarte. Und war alles wunderbar, war alles klasse, vom Sound her toll, vom Mikrofon her auch super. Problem war nur folgendes, irgendwann fing es an zu knistern. Und ich habe Tage gebraucht, um rauszufinden, was das ist. Und ich weiß es bis heute noch nicht. Keine Ahnung. Aber mir ist jetzt eine völlig andere Idee gekommen, was ich machen kann. Ich arbeite jetzt ohne externe USB-Karte, sondern ganz normal mit meinem PC. Habe also mein Mikrofon und meinen Kopfhörer sozusagen in die Buchsen reingesteckt. Die habt ihr normalerweise hinten und die meisten auch sogar vorne. Ich habe es auf beide Seiten logischerweise. Und jetzt werde ich euch mal live zeigen, wie sich das alles anhört und was zu machen ist, dass man es ein bisschen ändern kann. So, wir haben hier ein Video. Und zwar das hier. Das war das letzte, was ich jetzt eben aufgenommen habe. 49 Sekunden. Müssen wir nur kurz warten, bis es geladen ist. Es ist geladen. Und wir hören uns das mal an und sehen es uns an. So, das Video startet und es ist recht leise. Ich weiß, dass es leise ist. Ich kann ja mal die Einstellung zeigen. Und zwar hier Einstellung, denn Lautstärke Sprache habe ich ungefähr zur Hälfte, Lautstärke Musik habe ich ungefähr bis hier. Was haben wir da noch? Lautstärke Ambiente, können wir auch noch ein bisschen runter machen einfach. Und Lautstärke SFX, das lassen wir einfach so. Und sage okay. Und fortsetzen. So, guck dir mal das Auto an. Diese ausgebrannten Wagen stehen überall hier in der Gegend. Den Anwohnern scheint das zu gefallen. Genau. Und jetzt hat man schon mal ein Spiel-Stimm-Verhältnis. Und darauf baut sich das Video jetzt auf. Ja, ihr habt also wahrscheinlich nicht sehr viel verstanden. Aber ist auch verständlich, weil das ist recht leise. Ich habe also vom Spiel diese ganzen Sounds und Stimmen und so weiter ein bisschen runtergedreht, so dass ich es meiner Stimme in etwa angeglichen habe. Und jetzt mache ich Folgendes. Wir haben ja, wie ich schon mal im anderen Video gezeigt hatte, Avidemux. Kostenloses Programm, in meinem Fall 64 Bits. Starte ich mal. Und jetzt suchen wir uns mal, Moment, brauchen wir nicht suchen. Wir haben ja das Video hier, muss ich mal ein bisschen verkleinern. Dann ziehe ich das Video einfach hier rein. So, und ist schon drin. Das können wir uns hier sparen. Und jetzt machen wir Folgendes. Als erstes, ihr kennt es ja mittlerweile, die Größe anpassen. Also, in meinem Fall H264 FF NVIDIA. Filters machen wir. Und zwar SWS Resize. Auf grüne Kreuz drücken. Hier anklicken 16 zu 9. Ihr müsst, um auf dieses Ergebnis zu kommen, ungefähr auf 1000, ich zeige es einfach mal, 1920. Da steht immer 8, komischerweise, wenn man 9 drückt. Da muss man die 9 einfach nochmal nehmen. Bis 1076. Bis vor allen Dingen 1920 mal 1076, also 1080 ungefähr. Manchmal kann es auch durchaus sein, dass ihr hier auch auf 16 zu 9 schalten müsst. Hängt immer drauf an, je nachdem, wie das Video halt ist. Dann müsst ihr halt ausprobieren. Und einfach nur sagen, okay, und hier Close. Mehr brauchen wir nicht. So, und jetzt sehen wir hier bei Audio Output. Und da gehe ich auf hier, MP3 Lame machen wir. Und Filters. Und jetzt machen wir hier Veränderungsmodus. Hier steht keine. Ich gehe auf Manuell. Manuell können wir es jetzt ändern. Und zwar hier. Ändern um. Und ich sage einfach mal 12. Müsst ihr für euch selber nachher alles ausprobieren. Und sage okay. Und jetzt speichern wir das ganze Ding einfach mal ab. Einfach hier auf Save drücken. Hier ist mein Ordner, den ich dann habe. Und sage einfach mal 12. 12 dB, also 12 Dezibel und sage speichern. So, wie gesagt, ich lasse das als Live-Version wieder laufen, damit ihr wirklich immer seht, wie viel Zeit nimmt es überhaupt in Anspruch. Beispielsweise, wenn ihr das als AVI speichert und ihr bearbeitet danach dieses Video mit dem Movie Maker, also bearbeiten solltet ihr das danach sowieso, davon abgesehen, mit dem Movie Maker, dann lädt es auf dem Movie Maker unwahrscheinlich schnell, weil es ein AVI ist.
Ja, also im Grunde genommen die Zeit, die man hier investiert, die würdet ihr normalerweise sowieso für den Movie Maker investieren. Also es kostet im Grunde genommen keine Zeit. So, einfach okay. So, das haben wir, das haben wir. AVI Demux. So, und jetzt gehen wir doch mal, da wo die speichert ist, bei Filme. Ach, das Original wollte ich noch mal kurz rausholen. Moment. Zack, zack, zack. Blitzkrieg. Dieses hier ausschneiden. So, wieder hier rein und einfügen. So, wir vergleichen jetzt mal beide Versionen. So, das Video startet und es ist recht leise. Ich weiß, dass es leise ist. Ich kann ja mal die Einstellung zeigen. Und zwar hier Einstellung. Denn lautstarke Sprache habe ich ungefähr zur Hälfte. Lautstarke Musik habe ich ungefähr. Ja, also ihr habt schon mal die Lautstärke jetzt gehört. Und jetzt, wenn ich es mit AVI Demux bearbeitet habe. Mal abgesehen jetzt von der Größe. Wir haben vorher eine Größe von 63,9 und haben jetzt eine Größe von 57 MB. Nachher, wenn es mit Movie Maker nochmal bearbeitet wird, dann geht das nochmal ein bisschen runter. Also wie gesagt, jetzt kommt die nächste Lautstärke. So, das Video startet und es ist recht leise. Ich weiß, dass es leise ist. Ich kann ja mal die Einstellung zeigen. Und zwar hier Einstellung. Denn lautstarke Sprache habe ich ungefähr zur Hälfte. Lautstarke Musik habe ich ungefähr bis hier. Was haben wir dann noch? Wagen stehen überall hier in der Gegend. Den Anwohnern scheint das zu gefallen. Genau. Und jetzt hat man schon mal ein Spiel-Stimm-Verhältnis. Habt ihr diesen Unterschied gehört? Nein, habt ihr nicht? Dann zeige ich es euch nochmal. So, das Video startet und es ist recht leise. So, und jetzt nochmal das Original. So, das Video startet und es ist recht leise. Ich weiß, dass es leise ist. Ich kann ja mal die Einstellung zeigen. Und so, na bitte. Ihr habt jetzt also diese Größenverhältnisse gesehen, was sich rasant geändert hat. Rasant ist das richtige Wort. Eigentlich nicht, ist egal. Und die Lautstärke ist wesentlich besser als vorher. So, soweit der kleine Tipp von mir, wie man mit AVI Demux nicht nur Videos von 4 zu 3 auf 16 zu 9 machen kann, nein, auch von der Lautstärke etwas nach oben pegelt. Und das alles kostenlos, ohne irgendwelchen teuren Programme oder überhaupt mit Programme. Ich hatte nämlich ein paar Sachen ausprobiert. Ich hatte das Programm, ihr habt das Programm, alles Mögliche versucht, um wieder in die Gänge zu kommen, um wieder meine kleinen Let's Plays zu machen. Und hat alles nicht so funktioniert. Überhaupt nicht. Und diese Lösung, die finde ich absolut toll und ist für jeden nachvollziehbar, ohne dass ihr irgendwas installieren müsst. Also, ich bedanke mich, Freunde, fürs Zuschauen. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal.